Heute sperren wir unseren Sim in einem ultimativen Spukhaus ein. Und dort muss sie 7 Nächte mit 7 bösen Geistern überleben. Und weil ich mich anscheinend gerne selbst quäle, bin ich der besagte Sim. Das ist Ellie und sie ist auch schon ganz schön traurig, fast als wüsste sie, was sie nun erwartet. Und nun werfen wir noch einen Blick auf unsere besagten bösen Geister. Und hier haben wir Captain Murray. Und ja, ich weiß, momentan sieht er nicht so scary aus, weil er einfach nur hier sitzt und ein Wedgie-Tortilla-Hotdog isst. Aber er ist wirklich böse. Ich sag's euch, ich hab's gesehen. Und Geist Nummer 2 ist niemand geringerer als der Sensenmann selbst. Und als nächstes haben wir die maulende Myrte. Außerdem mit dabei ist Prinzessin Leia. Und hier gerade beim Frischmachen sehen wir Patchy die Vogelscheuche. Und hier haben wir noch Clowny der Clown. Um ehrlich zu sein, das ist der einzige Geist, vor dem ich wirklich Angst habe. Ich hasse Horrorclowns. Aber ich glaube, so geht es den meisten, oder? Was hältst du denn von Horrorclowns? Und was darf natürlich in keinem Horrorfilm fehlen? Ein creepy Kind. Hier ist unser Crystal. Und die erste Nacht beginnt jetzt. Damit es ein bisschen spannender wird, habe ich es so gemacht, dass alle Geister sie hassen. Das wird schön. Bis jetzt sieht alles noch sehr friedlich aus. Ellie ist hier hinten am Bücherschrank und hier vorne neben der Treppe unterhalten sich vier der Geister. Myrte, Sensi, der Clown und Patchy. Ellie fühlt sich sichtlich unwohl und hat sich gerade dazu entschieden, den Kamin anzuzünden. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, Ellie. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Haus wird uns abfackeln. 10 seconds later. Oh Gott, es brennt. Es brennt. Ich wusste es. Aber es war nicht mal der Kamin. Zum Glück war Myrte zur Stelle. Und wer bist du? Prinzessin Leia, wo sind deine Haare? Gut, das Alltagsoutfit sieht schon um einiges besser aus. Und jetzt hat er auch noch den zweiten Kamin angezündet. Voll die gute Idee. Ist ja nicht so, als wäre gerade das halbe Haus abgefackelt. Mach du nur. Mach immer mehr Feuer. Das ist voll schlau von dir. Oh oh, Ellie ist verängstigt. Was war das, weil eine unheimliche Stimme gehört hat? Oh Gott, die creepy Puppe. Ellie, wir werden die jetzt einfach ganz schnell entfernen. Vielleicht hören dann auch die Stimmen auf, die du hörst. Und jetzt ist sie zu Bett gegangen und irgendwie wird sie von Patchy beobachtet. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es irgendwie ein bisschen creepy. Wir haben nun 6 Uhr morgens. Die erste Nacht habe ich unbeschadet überstanden. Und die zweite Nacht beginnt jetzt. Oh nein, wir haben gerade die erste Benachrichtigung bekommen, dass wir in einem Spukhaus sind. Ist ja nicht so, als wäre uns das nicht schon aufgefallen. Und wir werden alle dazugehörigen Herausforderungen natürlich schaffen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ich glaube, Prinzessin Leia hat uns gerade mit einem Voodoo-Zauber belegt. Die beiden sind hier am Streiten und plötzlich haben wir diese Stimmung, weil mit Voodoo-Zauber belegt wurde. Ellie fühlt sich seltsam benommen, so als ob sie einen Schlag auf den Kopf bekommen hätte. What the... Flat steht vor unserer Haustür und dieser böse Geist. I'm sorry, Boy, aber hat dir niemand gesagt, dass du nicht mehr hier wohnst? Der böse Geist scheint ihn zumindest zu verjagen. Vielleicht ist der böse Geist auch ein guter Geist und möchte uns vor dem Vampir beschützen. Oder er würde das Gleiche auch mit uns machen. Ich bin mir nicht sicher. Hol die Kerzen raus, sorge für Romantik. Maulende Myrte und Sensi haben das erste Techtelmechtel. Das sollte hier zur Abwechslung eigentlich mal keine Love Story sein. Aber was soll ich sagen? Sensi und Myrte haben sich anscheinend gefunden. Ellie ist am Schlafen und irgendwie flackert das Licht und jetzt haben wir keinen Strom mehr. Leute, ich sag's euch, in einem Spukhaus zu spielen ist echt nicht lustig. Vor allem, wenn man so blöd ist wie ich und ein Video mitten in der Nacht aufnimmt. Und Nacht Nummer 2 ist geschafft. Und nun beginnt Nacht Nummer 3.
Geist Nummer 8 ist aufgetaucht. Geist Guidry. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du bei unserer Geisterparty dabei bist. Also irgendwie ist Sensi außer Rand und Band. Guidry ist kokett und Sensi hat ihn einfach gleich direkt mal angeflirtet. Ich sag's, wie es ist. Sensi ist nicht mehr aufzuhalten. Jetzt ist er wieder bei Myrte und versucht sein Glück und hier funktioniert es zumindest. Also ein bisschen süß sind sie aber schon, oder? Was meint ihr? Ich wurde anscheinend von einem Gespenst erschreckt und laufe jetzt durch das gesamte Haus und habe Durchfall wegen Panik. Wow. Und jetzt habe ich auch noch Angst vor Geistern. Ich hoffe sehr, dass Sims nicht aus Angst sterben können. Denn wenn sie Angst vor Geistern hat und mit 7 Geistern zusammenlebt und jetzt Guidry auch noch immer zu Besuch kommt, ich weiß nicht, ob sie dann noch lange unter uns weilen wird. Und ich laufe weiter. Leute, ich sag's euch, ich glaub, mein Sim verliert langsam, aber sicher den Verstand. Ich schreie wie herum, ich rede mit mir selbst, ich laufe durchs Haus. Und das hier ist erst Nacht Nummer 3. Und nun hat sich mein Self-Sim wieder auf eine Couch gelegt. Und direkt vor mir steht Clowny in Reizunterwäsche. Nacht Nummer 3 ist beendet und wir haben überlebt. Aber langsam stelle ich mir wirklich die Frage, wie lange noch? Und nun beginnt Nacht Nummer 4. Und hier spaziere ich nun durch die Welt mit einem riesigen Haufen von schmutzigem Geschirr. Absolut faszinierend finde ich auch, dass ich angespannt bin, weil ich zielstrebig bin, aber arbeitslos. Denn das, liebe Leute, ist mein wirkliches Problem. Ich habe keinen Job. Oh oh, jetzt könnte es sein, dass wir ein Problem haben. Myrte ist gerade auf mich zugekommen und hat ohne Grund angefangen, mich anzuschreien. Und ich bin auch noch so blöd und wehre mich. Oh no. Sie ist total wütend. 12 seconds later. Oh mein Gott. Warum bin ich auch so blöd und streite mit einem Gespenst? Ich hoffe, wir gewinnen zumindest, damit die anderen Geister noch ein klein wenig Respekt vor uns haben. Nevermind, wir haben verloren. Zumindest haben wir für heute Nacht ein Bett gefunden, auch wenn uns der Creepy Pirat für einige Stunden beim Schlafen beobachtet hat. Ich schlafe seelenruhig. Und auch Nacht Nummer 4 habe ich fast unbeschadet überstanden. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Nacht Nummer 5 startet jetzt. Sensi fühlt sich in letzter Zeit wie ein Experte im Flirten. Vielleicht ist er im Herzen ein richtiger Romantiker. Ich will ja nichts sagen, aber das ist mir schon aufgefallen. Natürlich, Sensi, du kannst sehr gerne romantisch sein. Nacht Nummer 5 hat ja gerade erst gestartet. Wir befinden uns in der Zielgerade und ich möchte nur mehr schlafen. Natürlich wäre das so ein ziemlich unspannendes Video. Deshalb hätte ich gesagt, wir machen es jetzt einfach ein bisschen spannender. Zum Glück habe ich den bösesten aller Mods und werde da jetzt mal ein bisschen autonome Dinge aktivieren für alle im Haushalt. Außer mir. Ob ich diese Nacht jetzt auch noch überleben werde? Das war sowas von eine dumme Idee. Alle Geister hassen mich und können mich jetzt auch noch umbringen. Und da kommt schon die erste. Prinzessin Leia, was möchtest du? Sie möchte ein ganz normales Gespräch mit mir führen. Sie möchte mich nicht umbringen. Warum ist sie auf einmal wütend? Bitte sei nicht wütend auf mich. Oh Gott. Prinzessin Leia! Prinzessin Leia hat Elienyx ermordet. Ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Satz einmal sagen werde. Nacht Nummer 5 und ich erkläre dieses Experiment für gescheitert.
Heute sperren wir unseren Sim in einem ultimativen Spukhaus ein.